Oder essbar oder wie auch immer. Hey, Flügel. Oh, und wir bekommen den Aquamarin. Das ist schon ein kleiner Hinweis darauf, dass das Lilis nächster Aufrufungszauber ist, und zwar das ist Leviathan. Falls man sich erkennen kann hier, mein Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 Zuseher werden auf jeden Fall wissen, dass das Leviathan ist, und vor allem mit den Flügeln und mit dem Schlangenkopf und so und die Steine rundherum, die ja fast aussehen wie Wasser. Also das ist auf jeden Fall Leviathan. Aber wo ist das Problem? Ach so, okay, wir wollen ja eigentlich nicht die Schiffe versenken, sondern wir wollen ja irgendwas gegen. Wie heißt er? Kuchas, genau. Irgendwas gegen Kuchas Silberdrachen haben. Okay. Was machen die jetzt eigentlich? Irgendwie sieht das sehr esoterisch aus, was die schwarze Magier da machen. Ah, die. Okay. Und mit wem hat das zu tun? König der Drachen? Bahamut? Oh, die haben Bahamut beschwört. Tja, ich weiß nicht, ob Kucha gegen Bahamut ankommen kann. Bahamut ist schon cool, also. Einer der stärksten Aufrufungszauber in. Also seit er in Final Fantasy vorkommt, und das ist ziemlich lange. Hey, ich will den auch haben. Der macht ordentlich Rums. Aber irgendwie schafft's Kucha doch zu entkommen, oder? Hey, er hat Kucha getroffen. Hoffentlich macht ihn das nicht wütend. Und er macht irgendwas ganz Böses. Deswegen? Eigentlich nicht, aber. Okay, und warum? Okay, ja, das ist doch gut für uns, oder? Wir müssen dann irgendwie noch Brane davon überzeugen, dass sie böse ist, aber. Was ist so lustig? Ja, also ich finde Bahamut ja auch ziemlich cool. Ich hätte ihn gerne, aber das wird sich wahrscheinlich nicht einrichten lassen, zumindest noch für einige Zeit. Okay. Gaia, machen wir jetzt einen Weltraumausflug oder? Ich dachte, das hätten wir nach Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 endlich hinter uns gebracht. Hey, was ist. Wieso kannst du ein riesengroßes rotes Auge im Himmel beschwören? Und was ist das eigentlich? Oh oh. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Was war das bitte? Oh, sieht wohl nicht so aus, als wäre Bahamut noch unter Paranis Kontrolle. Autsch. Aber das ist ja Schummeln. Das ist sehr gemein von Kucha. Er hat irgendwie die Bahamut jetzt umgepolt, oder?
Ja. Oh, Vivi spricht hier. Oder zumindest sind es Vivis Gedanken. Naja, ich glaube, dass du dich deswegen nicht freust, weil sich Lili nicht freut. Genau. Mach's einfach. Oder kannst du das nicht? Auf jeden Fall ist Brane schwer angeschlagen hier am Strand. Welches Gefühl? Ja, das ist ein, ja, das stimmt natürlich. Naja, zumindest hast du zwei Königreiche eingenommen. Oje. Das ist eigentlich auch ziemlich gut gemacht in Final Fantasy IX. Also einer der ersten Bösewichte, die man kennenlernt, stirbt hier am Ende von CD2. Und es ist irgendwie sogar ziemlich traurig. Das muss man mal hinbekommen, das ist gar nicht so einfach. Die Frage ist nur, wie es jetzt weitergeht. Können wir Kuja jetzt verfolgen oder was haben wir jetzt vor? Und was machen wir da? Hey, Stein und Beatrix sind ja da. Endlich. Die haben mir schon fast gefehlt. Oh, die zwei wollen natürlich die Schuld auf sich nehmen. Das stimmt ja. Eigentlich ist Lilly jetzt Königin, nachdem sie vorher Prinzessin war. Hey, und Professor Todd ist auch da. Okay. Brave Stadtbewohner, obwohl sie tyrannisiert wurden von ihr quasi. Oder eigentlich sogar nicht, also eigentlich nur die Stadtbewohner der anderen Städte. Naja. Und das war's wohl mit Königin Brane. Ich glaube, das hast du schon. Yay! Sollen wir den Spielstand speichern? Natürlich machen wir das. Das war's jetzt nämlich mit CD2 von Final Fantasy IX. Ich habe übrigens das schon mal vorgespielt und kurz auch gespeichert. Deswegen war der Speicherstand hier schon da. Und jetzt sind wir auf dem Start von CD3. Nachdem das allerdings jetzt schon eine Doppelfolge geworden ist und die beide ungefähr 10 Minuten lang sind, ist es mal genug für heute? Und das wollen wir natürlich nicht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei CD3 von Let's Play Final Fantasy IX. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.